Hallo und herzlich willkommen hier bei Julia die Partyköchin und der Weber-Grill-Akademie Original. Und heute mache ich mit euch einen Rehrücken mit Wurzelgemüse und einem Wildgewürz. Das Wichtige dabei ist, wir machen gemeinsam ein Wildgewürz, dass ihr mal seht, wie man da ein eigenes zusammenmischen kann. Und was auch noch sehr, sehr spannend ist, mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist, ich habe teilweise Wurzelgemüse aus meinem eigenen Garten. Bitte nichts nehmen, wenn ihr nicht ganz sicher seid, welches es ist. Und ich kann euch jetzt ja auch nicht zeigen, wie die Rosette, wie das Blatt dazu aussieht. Aber das hier ist von der Nachtkerze, die sogenannte Schinkenwurzel, ein Urgemüse, ein Urwurzelgemüse, das sehr, sehr gut schmeckt und das kommt zu unserem Rehrücken dazu. Ich zeige euch einmal den Rehrücken, der schaut wirklich ganz fantastisch aus, ein riesiges Teil. Und dieses große Teil hatte ich über Nacht, eigentlich schon eineinhalb Nächte lang, in Öl drinnen liegen mit verschiedenen Gewürzen. Das heißt, ich hatte Wacholderbeeren dabei, Pimentkörner, etwas Pfefferkörner, Koriander, Nelken. Die Nelken sind immer gut, die Nelken wirken desinfizierend, wenn irgendwas noch ist. Also das hatte ich da schön drinnen ziehen und ich habe die Silberhaut abgezogen, so dass ich dieses Teil dann gleich, wie es ist, auf den Grill legen kann. Jetzt sind noch ein paar kleine Besonderheiten, die ich euch zeigen möchte. Ich mache das heute auf dem Summit Charcoal. Das ist ein Holzkohlengrill mit einer Platte drinnen. Diese Platte kann man hineingeben oder auch nicht. Und diese Platte ist dazu geeignet, dass ich diesen ganzen großen Grill indirekt verwenden kann. Und auf diese Diffusorplatte werde ich, bevor ich starte, frische Kräuter drauflegen, damit die ein bisschen miträuchern. Dann werde ich oben das Fleisch auf einen Rost legen und dazwischen habe ich noch eine feuerfeste Form, in die das Wurzelgemüse hineinkommt. Zuallererst starte ich aber einmal mit meiner Wildgewürzmischung. Und dazu gehen wir mal durch, was ich in diese Wildgewürzmischung alles hineingebe. Und zwar habe ich hier auf der einen Seite Senfkörner, dann habe ich Koriandersamen, dann habe ich Piment, dann habe ich hier noch Wacholderbeeren und, jetzt kommt ein bisschen ein Trick, hier ist eine super Mischung, die eigentlich gedacht ist für süße Sachen. Da ist drinnen Ceylon-Zimt, da ist drinnen Kardamom, Cassia-Zimt, Ingwer und noch einmal Nelken. Und das werde ich dazu mischen, weil das passt sehr, sehr gut dazu. Und Salz kommt dann noch dazu. Und wie gesagt, hier habe ich meine frischen Kräuter, die habe ich aus dem Garten geholt. Die werde ich zum Teil mit in den Sud geben, zum Teil mit, unter Anführungszeichen, verbrennen. Und dann kommt noch etwas Alpensalz dazu. Und für die Sauce haben wir dann noch einen Zweigel vom Weingut Daimbrunn. Also noch einen sehr guten Rotwein. Und jetzt, während meine Pfanne heiß wird, werde ich noch mein Wurzelgemüse fertig schälen, dass ich das dann nachher auch parat habe. Also man sieht, die Schinkenwurzel sieht ein bisschen aus wie Creme, aber da heroben ist sie schön rosa. Und wie gesagt, bitte nichts einfach nur nehmen. Also es ist von der Nachtkerze im ersten Jahr die Wurzel. Und ich habe wahnsinnig viele Nachtkerzen in meinem Garten. Ich habe mir auch versichern lassen, dass ich das Richtige hier gefunden habe. Aber wenn ihr nicht sicher seid, dann lasst es lieber bleiben. So, das noch. Dann nehmen wir die nächste. Die schaut echt lustig aus. Ein bisschen erinnern sie mich an diese Alraunwurzeln, die immer wieder gezeigt werden in den Hexenbüchern. Riecht ein irgendwo zwischen Rübe und Pastinake, hat einen eher süßlicheren Geschmack. So, jetzt schaue ich einmal, ob meine Pfanne schon heiß ist. Was ich immer mache, wenn ich Gewürze mische und Gewürze auch mörsern möchte, ist, dass ich sie zuerst einmal röste. Und damit starte ich gleich los. Die Pfanne ist heiß, ganz eindeutig. Rösten heißt immer ohne Fett und man sieht das immer relativ schnell bei den Senfkörnern, wenn die zu tanzen anfangen, ein bisschen dauert es wahrscheinlich, jetzt geht schon los. Also man sieht dann in der Pfanne, sie fangen an zu tanzen, zu springen, sich zu bewegen. Das
Seht ihr das? Sieht man. Wunderbar. Immer nur so lange, bis es schön riecht. Nicht verbrennen. Was passiert, wenn ich meine Gewürze röste? Sie werden trockener, die Aromen werden besser entfaltet und man kann sie leichter mörsern. Und was ich auch prinzipiell mache, ist, ich mörsere Sorten rein. Das heißt, nicht jetzt alles gemeinsam rösten und dann erst vermörsern, weil dann wird es schwieriger. Es ist immer leichter, man merkt auch, es knackt. Also es ist sehr leicht jetzt zu mörsern. Es ist immer leichter zu mörsern, wenn die Gewürze frisch geröstet sind, knackig sind. Ja? Auch immer darauf achten, dass nicht zu viel im Mörser ist. Je größer die Menge, desto schwieriger wird es beim Mörsern. Ein bisschen Arbeit ist schon immer dahinter, aber es zahlt sich aus für die Gewürzmischungen. Es muss auch nicht sehr, sehr fein sein, sondern aufgebrochen, damit die Aromen schön entfaltet werden. Und der Vorteil von diesen gerösteten Senfkörnern liegt im nussigen Aroma. Das gebe ich jetzt da gleich in meine Schüssel hinein. Geht noch. Das reicht mir schon. Also man sieht, es ist schön aufgebrochen. Vielleicht die Korianderkörner oder Samen rösten. Ich kann weitermachen. Ich will mir noch eine Karotte schälen. Und wie gesagt, diese Gewürzmischung, die vermische ich dann mit dem Salz und das kommt auf meinen Rehrücken drauf. Also man merkt immer, dass die Gewürze soweit sind, wenn sie einen schönen Duft entwickeln, das merkt ihr dann schon. Das ist schon fertig. Ein bisschen schwenken durch noch. Gleich das nächste, die Wacholderbeeren. Wieder zerstoßen. Und das kommt dann wieder zu unserer Gewürzmischung dazu. Ist auch wieder schön aufgebrochen. Wacholderbeeren kann man nicht so leicht zerstoßen. Die sind natürlich fetter. Die haben mehr ätherische Öle, die kann man nur ein bisschen aufstoßen, damit sie die Aromen entfalten. Tun noch ein Piment hinein. So, das merkt man sofort, die bieten da drauf, die sind aufgestoßen. Piment erinnert ein bisschen an eine Art süßlichen Pfeffer, hat ein süßlicheres Aroma als Pfeffer, die Schärfe fehlt, aber hat doch auch einige Aromen, die an den Pfeffer erinnern. Noch zerstößt, dann merkt man wieder, das knackt schön. Also wenn ihr das nicht röstet, dann geht es wirklich nicht so einfach, wie wenn es frisch geröstet ist und auch am besten immer im heißen Zustand vermörsern, dann geht es auch immer etwas leichter. Das vermischen wir jetzt mit dem Chai-Küsschen. Zeit ist noch dazu geben und dann noch Salz und dann werde ich
den Rehrücken damit schon einreiben und bereite dann den Grill fertig vor, dass ich es auflegen kann. Und das Alpensalz, aber das werde ich auch noch ein bisschen mörsern, weil es ist zwar relativ fein, aber es geht noch ein bisschen feiner. Also wenn euch Salz zu grob ist, dann gibt auch einfach nur ein bisschen mörsern, dann wird es auch sofort feiner. Mal vermischen, so schaut das jetzt aus. Da ich ja auf dem Wild sowieso Olivenöl drauf habe, weil ich es in Olivenöl eingelegt hatte und selbst wenn ich es abgewischt habe, es ist so kalt, dass natürlich an der Oberfläche noch genug haftet, wird das ganz einfach sein, dass es auch drauf bleibt. Dem reiben wir das jetzt schön ein. Und wenn ihr mehr Gewürzmischung macht, dann greift bitte nicht mit den schmutzigen Fingern in die Gewürzmischung hinein. Ich verbrauche jetzt sowieso alles. Also es ist ziemlich genau die Menge, die ich für meinen Rehrücken benötige. Deswegen kann ich ruhig auch natürlich mit den Fingern hineingreifen. Aber ansonsten habt ihr mehr Gewürzmischung, dann richtet euch vorher bitte die Gewürzmischung her, die ihr nehmen werdet, und greift ihn nicht mit den schmutzigen Fingern an. So, das geht sich perfekt aus. Jetzt werde ich hier Kräuter drauf tun auf diese Platte. Einfach nur drauflegen, das wird dann schon anfangen zu rauchen. Ich habe da Currykraut, dann habe ich Zitronenthymian, normalen Thymian, Bergbohnenkraut, da ist das Bergbohnenkraut, Rosmarin ist drinnen, wie ihr seht. Und das lasse ich jetzt einfach aromatisch verbrennen. Drauf. Dann gebe ich hier meinen Rost drauf. Hier kommt meine feste Form. Da gebe ich gleich etwas Rotwein hinein. Und jetzt kommt mein Rehrücken da oben drauf. Mache ich das einmal zu. In der Zwischenzeit schneide ich die Wurzelgemüseteile auf. 150 Grad ist die Temperatur, mit der ich den Rehrücken mache. Auf ca. 55 Grad lasse ich das dann grillen oder ziehen und eben räuchern mit meinen Kräutern. Und danach gibt es noch Serviettenknödel zu meinem Gericht dazu, und das kann ich dann in Ruhe in der Küche vorbereiten, weil ja hier am Grill außer kontrollieren nicht mehr so viel Arbeit ist. Wichtig ist aber nur, dass ihr die Soße nicht trocken laufen lasst, denn es hat nicht sehr viel Sinn, in eine Keramikform dann Flüssigkeit nachzugießen, wenn sie schon heiß ist, die könnte dann springen. Also wenn ihr da Angst habt diesbezüglich, ist es vernünftiger, wenn ihr eine andere metallene feuerfeste Form hier haben, ihr seht, also das raucht wirklich super. Wenn wir da unsere Schinkenwurzel hineinschneiden. Ihr könnt es natürlich auch Pastinaken hernehmen, die passen auch sehr gut. Aber wenn die Natur mir schon alles anbietet, was ich benötige, nehme ich es natürlich gerne und dankend an. Was ich auch noch in die Soße dazugeben werde, ein bisschen Knoblauch und Dunkzwiebel. Karotten tue ich noch dazu. Und
wenn ihr Fragen habt, wie immer, dann bitte stellt eure Fragen. Ich versuche sie natürlich möglichst zeitnah zu beantworten. Braucht nicht alles fein sein, es reicht, wenn es relativ grob ist. Und dann noch den Knoblauch. Da habe ich den Knoblauch. Relativ große Zehen, das heißt, da brauche ich dann auch nicht allzu viel. Ich werde zwei Zehen einfach hernehmen und ich werde sie gar nicht schneiden oder so, sondern einfach nur quetschen. Und das kommt noch in die Soße dazu. Und die Soße werde ich dann natürlich am Schluss abschmecken. Ich werde mit dem Wurzelgemüse das Ganze ein bisschen mit dem Stabmixer bearbeiten, damit es sämig wird. Aber das war es im Großen und Ganzen, was es zu wissen gibt über den Rehrücken. Wie gesagt, auf 55 Grad werde ich ihn grillen, bei 150 Grad Grilltemperatur indirekt. Das heißt, ich gebe jetzt dann noch eine Sonde hinein, eine Thermometersonde. Und wenn das Gericht dann fertig ist, dann werde ich natürlich wieder schauen, wie sieht es aus, was kann ich euch zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder zuzuschauen und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön.